tienes que dejarte llevar. Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Video. Ja, ich habe mich jetzt mal hier im nächstgelegenen Wald niedergelassen, um euch mal etwas zu erzählen. Na, gönnt euch erstmal mal hier den View. Ja, der Wald ist halt so direkt vor meiner Nase, also da, wo ich wohne. Nehme ich einfach, weiß nicht, 3 Minuten mit dem Fahrrad. Ja, und heute, wie gesagt, erzähle ich euch was. So, ja, nehme ich McDonald's, ja. Ihr fragt euch sicher, Bruder, McDonald's? Ja, und Arbeit, ja. Ich bin ja erst 10. Klasse, für die, die es noch nicht wussten. Und ich brauchte halt, ja genau, ich habe bei McDonald's gearbeitet. Nämlich 7 volle Monate oder 7,5 Monate. Und ja, wie ich dazu gekommen bin, erzähle ich euch jetzt. Ganz vorne angefangen, ich brauchte Geld. So wie wahrscheinlich viele in meinem Alter. Weil ich hatte wirklich null, noch wirklich nichts. Von der Jugend habe ich halt meinen PC so gekauft und das war halt so das Letzte, was ich noch hatte, so an Geld. Also ein paar Euro hatte man sicher noch so. Aber deswegen brauchte ich ein bisschen Geld. Ja, dann habe ich mich umgeguckt im Internet, überall hier rumgefahren, in meinem Dorf hier. Überall gefragt, hier Schülerjobs, dies, das. Ist natürlich schwierig, wenn man noch nicht 18 ist, weil das wollen dann die meisten Arbeitgeber nicht, dass da so junge Leute arbeiten. So, und dann von einem Freund habe ich dann erfahren, dass er bei McDonald's arbeitet und er ist genauso alt wie ich. Grüße gehen raus, Gino. Ja, so, und dann dachte ich mir, ja, kannst du auch mal da versuchen. Bin ich da sogar hingefahren, das ist ungefähr 10 Minuten von mir entfernt gewesen. Ja, dann bin ich dahin, einen Tag später, hab Bewerbung noch geschrieben, also so wie für die anderen auch. So, dann bin ich dahin mit meiner Mutter, haben wir da Bewerbungen gefragt, so, ja, geht es auch hier? Weil er war in einem anderen McDonald's, in einer anderen Filiale. Ja, und geht, ja, klar. Einfach mal nächste Woche Dienstag vorbeikommen um 8 Uhr, kleines Einstellungsgespräch. Ja, bin ich dann dahin, Dienstag, hat alles geklappt, dann morgens um 8 Uhr erstmal eine Pfand aufs Haus bekommen. Grüße gehen raus, McDonald's. Ja, da habe ich da mit der Leiterin von der Filiale geredet, oder von dem Bezirk hier geredet. Ja, und sie meinte, ja, ich kann da jetzt anfangen, ab nächste Woche. Ja, und dann hat sie mir alle möglichen Unterlagen gegeben, dann bin ich aber mit meiner Mutter dahin gegangen. Hat ja alles unterschrieben, dies, das, ne, Vertrag und so. Also es ist auch ein richtiger Vertrag gewesen, so wie ein normaler Mitarbeiter. Ja, dann war auch schon der erste Arbeitstag. Ich so richtig aufgeregt, erstmal so, aber auch schon direkt so, man kriegt immer bei McDonald's einen Plan, wann man arbeiten muss, welche Zeiten, welches Datum, von wann bis wann. Habe ich schon ich habe Mitte September angefangen und es ging dann halt da los. Hatte ich dann noch, ich glaube noch 7 Arbeitstage, glaube ich, noch in so 2 Wochen. Also damit ich halbwegs noch ein bisschen Geld bekomme, so für den Monat. Ich hatte Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, 3 Tage hintereinander, waren meine ersten 3 Tage. Aber es waren nur jeweils 3 Stunden erstmal zum Einarbeiten. Ja, ich bin dann am ersten Tag hin, wieder mit dem Fahrrad hingegurkt, alleine. Ja, war erstmal ein bisschen komisch, sodass man auch immer hinter den Tresen gehen kann. Und dann erstmal fast ausgerutscht, weil da ist überall Fett auf dem Boden. Und da mit so normalen Schuhen, da rutscht man ziemlich leicht aus. Ja, dann bin ich da rein. Bis hinter erstmal Kleidung bekommen und so. Also richtig so wie die anderen. Genau, dann bin ich dahin, habe ich umgezogen. Erstmal so Umkleide gesehen, so ja, mit Dusche und Klo und so. So, dann bin ich runter und dann erstmal alles gezeigt. Erstmal musste ich noch so einen komischen Film gucken. Hier Brandschutz und so. Und dann erstmal alles gezeigt bekommen, ne? Erstmal Kollegen noch, hallo, hallo, hallo. Und ja, dann ging es da los und dann erstmal. Da hat man immer diese Bildschirme, wo immer drauf steht, was die Leute bestellt haben gerade. Das muss man dann halt abarbeiten und abpacken. So, das habe ich am ersten Tag alles gemacht. Das war so meine Aufgabe. Dann, so, das habe ich jetzt die ersten 3 Tage gemacht. So, dann war nächste Woche noch auch nochmal 3-4 Tage nochmal, 4 bis 5 Stunden so. Ja, da habe ich dann die Kasse gezeigt bekommen. So, und dann war das der erste Tag an der Kasse. Das habe ich auch den ganzen Tag da gemacht. Also 3,5-4 Stunden und das war erstmal, also ich habe natürlich alles gezeigt bekommen und so, aber an dem Tag, das war ein Abend, da war es ganz schön voll geworden und ich hatte zwar immer jemanden
manchmal so daneben stehen, damit es so dann immer gezeigt hat, weil, wenn ich, wo ich es schon halbwegs konnte. Aber trotzdem war das dann immer noch, oh, wo jetzt hier, da und ne. Man hat da nämlich alle Speisen und Getränke, hat man da also einzeln drauf und die muss man einfach abtippen. Aber manchmal habe ich einfach irgendwas nicht gefunden oder falschen Knopf gedrückt und dann Bestellung, abbrechen und dann wurde, es war so geil. Dann kamen immer mehr Leute kamen in den Laden rein und es wurde immer voller und die anderen mussten ja auch arbeiten. Die mussten ja die Bestellung alle einpacken, ne? Und, aber irgendwann wurde die Schlange dann so lang bis draußen hin. Und das war ich noch selber unter Druck, also ich kann da einfach nicht ruhig bleiben bei sowas. Ja, und dann wurde die Schlange immer länger. Und ich dann da, und die Mitarbeiter, ja, bleib doch mal ruhig. Und ich so, ja, klar. Dann wurde ich abgelöst noch, dass sie das erstmal abarbeiten können und da nicht das volle Chaos ausbricht. So, das war der erste Tag an der Kasse. Nach Tag 2 und 3 an der Kasse ging es dann auch schon wieder, dann ging es dann weiter. Das war dann so der erste Monat. Noch zu dem, was man so verdient dort, höchstens, also es ist halt eine 450-Euro-Basis, so ganz normal für einen Schülerjob eigentlich. Also mehr geht nicht. Man kann natürlich auch darunter bleiben, also man muss jetzt nicht die 450 Euro jeden Monat voll kriegen, weil das sind nämlich auch schon ein paar Stunden im Monat. Und es ist natürlich auch schwierig neben der Schule und so, weil ich bin da gerade in die 10. Klasse gekommen. So, dann die nächsten Monate ging klar, also man hat, also was richtig krass war, man hat fast jeden Tag mit anderen gearbeitet, also mit anderen Mitarbeitern. Man weiß so gar nicht, wie viele Mitarbeiter überhaupt in so einem Laden sind. Also es waren schon, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele das jetzt alles noch waren, aber waren auf jeden Fall sehr viele. Und ich habe da auch in den letzten Monaten habe ich auch immer noch neue Leute kennengelernt. Kamen auch natürlich immer wieder neue. Ist auch ein ziemliches Kommen und Gehen in so einen Jobs. Ja, aber das war auf jeden Fall interessant so, dass man immer dieselbe Arbeit machen musste, aber trotzdem immer mit neuen Leuten sich verständigen musste. Vor allem auch so Leute, die so Flüchtlinge halt, waren ja da auch zum Teil, also ich habe da nichts gegen, ne? Aber war dann immer manchmal ein bisschen schwer, sich zu verständigen so. Wonach die auch kein Englisch so meistens sprechen. Aber sonst war das halt immer echt interessant und ich habe auch ein paar hast du immer so, die immer oft da sind, ne? Habe ich auch mit vielen angefreundet, bin auch jetzt noch mit 1, 2, 3 im Kontakt. Ja, das ging dann so die ganze Zeit dadurch. Gab natürlich immer Momente, wo ich dann dachte, oh, warum muss ich heute 8 Stunden arbeiten? Weil das war, mein längstes war mal 9 Stunden an einem Sonntag. Und das wirklich von mittags bis abends dann durch, ja. Oder von früh bis abends dann schon. Das war auf jeden Fall schon echt anstrengend. Also als Schüler hat man ja immer noch eine Stunde dazwischen Pause, die ist auch in der 9 Stunden eingerechnet. Da kann man dann übrigens sich im Wert von 5 oder 6 Euro waren das, kann man sich ein Mac-Menü oder irgendwelche Burger oder Getränke oder Pommes einfach sich mit von unten mit nach oben nehmen. Und man macht sich die da selber in der Küche und die kann man hier oben essen. Habe ich mir immer auf dem Handy eine Serie bei Netflix runtergeladen und die dann beim Essen geschaut. Ja, zur Küche mal. Ich hätte auch gerne mal die Küche so mir angeguckt, also das auch mal gemacht. Aber das ist in der Filiale erst ab 18. Wobei bei dem Freund, von dem ich das hab, Gino, der ist schon in der Küche, der arbeitet da immer noch. Auch neben der Schule. Und der durfte schon in die Küche. Ich hatte auch mal gefragt, ob ich bei mir da gehen kann. Aber nein, erst ab 18 wegen irgendwelchen Gesetzen. Keine Ahnung, warum es bei ihm da so anders ist. So, und dann sind wir auch schon fast beim Ende. Den letzten Monat habe ich schon so Kündigung eingereicht. Da wäre auch dann mein Halbjahresvertrag dann ausgelaufen. So, dadurch habe ich dann da die Kündigung eingereicht und die hätten auch verlängert für mich. Also ich hätte auch weitermachen können, ganz easy. Aber ich wollte halt einfach nicht, weil es war sehr nah gewesen und ich habe auch gutes Geld da verdient. Also jetzt für einen Schüler. Und davon habe ich mir auch ein Handy gekauft, AirPods gekauft so und habe auch noch viel übrig für den Führerschein jetzt zum Beispiel. Aber ich wollte einfach nicht, vor allem weil dann da auch der Sommer fast angefangen hat. Das war nämlich am 31.03. habe ich aufgehört. Da wurde es dann nämlich langsam wieder wärmer und man hat ja auch noch so Freundschaften und so. Und deswegen hatte ich da auch nicht mehr so Lust drauf und auch auf die Arbeit hatte ich auch nicht mehr so Lust drauf. Das Einzige, warum ich noch hingegangen bin, war wegen dem Geld und wegen der Leute dort halt.
Auch so, ich war irgendwie einen Monat, da habe ich so viel gearbeitet, da habe ich sogar mehr als 450 verdient. In dem Monat fast an die 500. Aber das war echt knüppel, hart und auch wegen der Schule. Weil, ja, man hatte so gesehen, so in der Zeit war es ein bisschen schwierig, so mit Schule, so alles so unter einem Hut, so Freundschaften und Schule und Arbeit. Das war schon anstrengend. Ja, und dann habe ich da halt meine Kündigung, wie gesagt, eingereicht. Ja, und das war dann auch das Ende von der ganzen Geschichte schon. Aber ich muss auf jeden Fall nochmal abschließend sagen, dass es auf jeden Fall eine mega geile Idee für einen Schüler ist, da halt anzufangen. Vor allem, da Schüler immer Geld brauchen, weil man verdient da sonst nichts, so wirklich. Und immer an den Eltern zu kleben, ist auf jeden Fall auch nicht so nice. Aber was ich dadurch gelernt habe, mit dem Selbstgeld verdienen, ist, dass wenn man, früher habe ich mir halt immer so Sachen gekauft und nie halt so drüber nachgedacht, weil ich immer Taschengeld bekommen habe oder so. Und wenn man so selbst arbeiten geht und irgendwelche Preise sieht und sich das eigentlich kaufen möchte, dann denkt man immer so im Kopf, ach guck mal, wie viele Stunden hätte ich da wieder stehen müssen bei McDonald's. Und dann kauft man sich am Ende nicht mehr so viel oder nicht so leichtsinnig Sachen. Also das ist auf jeden Fall auch für spätere Leben wahrscheinlich ziemlich hilfsam. Ja, so, also wie gesagt, ich kann es jedem empfehlen, der ein bisschen Geld braucht und noch nicht 18 ist. Ab 18 wäre ich mir dann auch, oder jetzt mit 17, habe ich gehört, darf man auch bei gewissen Supermarktketten schon arbeiten. Naja, aber dazu dann später irgendwann mal, ja, wenn es mal dazu kommen sollte. Dann freue ich mich, dass du vielleicht bis zum Ende geguckt hast. Und dann würde ich mich natürlich auch noch über ein nettes Kommentar freuen. Und ein Abo und vielleicht auch ein Like. Also, dann sehen wir uns im morgigen Video wieder. Und bis dahin, haut rein. Und bitte sagt mir noch, ob ihr so eine Art von Videos auch mögt. Also, wo ich jetzt einfach mal irgendwas erzähle, irgendwelche Stories halt irgendwie. Also, gebt ein Like, wenn es euch gefallen hat. Okay, wir sehen uns dann im morgigen Video. Haut rein, Leute. Bis dann. Bye, bye.